Wie der betende Mann gesagt hat. Es ist alles verbrannt, wie von Reh persönlich. Da kommt ein Mann. Er ist bewaffnet. Was sollen wir tun? Ich bin auch bewaffnet. Wir sind nicht in Gefahr. Bleib ruhig. Ich bin Bayek, ein Magi. Ein echter Magi? Kein Philakitai, hoffe ich. Ich bin Sacha. Das war mein Hof. Wer brannte ihn ab? Pack! Die Scheißkerle wollen uns von unserem Land vertreiben. Die hatten Glück, dass ich nicht hier war. Ich hätte meine Felder mit ihren Innereien gedüngt. Ich werde meine griechischen Nachbarn warnen. Sein Hof könnte der nächste sein. Bitte komm mit. Ich folge dir, Sacha. Wir müssen das Land schützen. Ja, es ist reich und fruchtbar und wert, dafür zu kämpfen. So wie ich. Sein Hof ist nicht weit von hier. Mal sehen, ob du mithalten kannst, Magi. Was führt einen wie dich ins Fayum? Hier kommen sonst nicht viele Reisende lang. Und Magi schon gar nicht. Ich, jage ein paar Mörder. Dann bist du hier richtig. Hier gibt es viel Gesindel. Das Fayum ist nicht mehr die Oase, die es einst war. Wie lange werden hier schon die Höfe niedergebrannt? Seit der junge Ptolemäus regiert. Die meisten Bauern, sie konnten sich nicht wehren und wurden verjagt. Meine Familie gehört zu denen, die kämpfen. Der Widerstand bestimmt unser Leben. Vor lauter Kämpfen habe ich vergessen, mich zu verlieben. Obwohl ich romantisch bin. Mein Vater wollte, dass ich heirate und ihm viele Enkelkinder schenke. Götter! Ich mit einem Haupt... Ich schätze nicht, dass dein griechischer Nachbar diese Brandstifter beherbergt. Das würde es einfacher machen. Aber nein, das sind definitiv ungebetene Gäste. Bleib hier in Sicherheit. Ich werde diese... Neck, nein! Das wirst du nicht! Du wirst hier in Sicherheit bleiben. Und ich werfe mich ins Schlachtgetümmel. Ha, eine Bauernkriegerin mit Sehnsucht nach der Duat. Schön. Tanzen wir gemeinsam. Was? Bastard! Du entkommst uns nicht! Hab dich! Dafür lass ich dich leiden! Diese verfluchten Feiglinge. Dass du nach uns gesucht hast, wissen wir. Wir dachten, wir sparen dir Zeit und kommen zu dir. Geht es dir gut? Ich glaube nicht. Die Fesseln waren so eng. Ich spüre meine Beine nicht. Bring mich weg von hier, bevor noch mehr Banditen kommen. Bion, was für eine Sauerei. Oh, schwerer als du aussiehst. Möchtest du vielleicht, dass ich ihn trage? Sacha, das war furchterregend. Neck, Bion, wir können nicht in Angst leben. Du musst dich wehren. Du bist wahrlich ein Geschenk der Götter, Sacha. Ich erzähle allen Griechen von Sacha, der Bauernkriegerin. Wir müssen das Nest der Banditen finden. Ich weiß vielleicht, wo es ist. Meine Diener verfolgten Reiter aus der Weißen Wüste im Norden.
Da draußen ist nichts außer ein paar Ruinen. Und sie erwähnten den Namen Sohn des Re. Ich glaube, das ist ihr Anführer. Sohn des Re? Bald ist er der Sohn von gar nichts. Also los, auf in die Wüste, Bayek. Bayek, wir sollten langsam los. Es ist ein weiter Weg. Gut, dann mal los. Schnell, Magi! Wir müssen weiter. Götter, bei Anubis, ich liebe die Wüste. Sie hat mir immer schon Ehrfurcht eingeflößt. Das da vorne sieht nach Ruinen aus. Nek, wo hast du gesteckt? Wir müssen weiter. Bei meinem ersten Besuch habe ich geweint wie ein kleines Girl. Ich weiß nicht warum. Mein Vater meinte, ich soll mich nicht so anstellen. Die Wüste zeigt jedem ein anderes Gesicht. Ja. In der Nacht wird es sehr kalt. Eine Kämpf... Solange sie freudestrahlend dafür sterben, soll es mir recht sein. Bisher haben wir noch jeden erwischt. Wer sich mischt. Hier gibt's Ärger! Alarm! Das klingt nach Ärger. Pass auf. Hier stimmt was nicht. Uns wird keiner überrumpeln. Was? Friss das, du Ratte! Worüber sprachen wir noch gleich? Das war nicht ihr Anführer. Der Sohn des Re, ihr wahrer Anführer, gab aus dem Gefängnis Befehle. Soldaten haben ihn bei einer nahen Karawanserei in Gewahrsam. Er hat die Brandstiftungen angeordnet. Er hält sich für einen Gott und unbesiegbar. Dann lassen wir den Dreck weg. Du kämpfst gut, Bayek. Du aber auch. Deine Erfahrung zahlt sich aus.
Die Banditen glauben, der Sohn des Reh sei ein Gott. Wie hat er sie davon überzeugt? Rehs Sohn? Das ist doch verrückt. Und auch unheimlich. Ich habe sowas schon gesehen. Wenn man unbedingt an etwas glauben möchte, glaubt man an alles Mögliche. Und tut alles Mögliche. Oh. Wow. Mulde im Boden. Nun erhebe ich mich aus der verbrannten Erde. Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ich kam gerade von meiner Runde. Er ist noch da. Der Hauptmann würde ihn gerne hinrichten, aber einer... Dann müssen wir seine Anhänger erwischen, bevor sie uns erwischen. Atme die Luft. Ich spüre den Boden unter den Füßen. Ich wachse und... Ich, Erstgeborener des Reh, das Licht des Himmels. Ich atme Macht.
Hey, ihr werft eure Leben weg für einen Gott? Ich bin ein Nichts. Ein Niemand. Aber wenn der Sohn des Re auf dem Berg steht und sagt, tut es, dann wird es getan. Oh, Neck! Du ließt sie morden! Ich bereue nichts. Bereut Bayek von Siva etwas? Ich verlor meine Familie. Du verlorst deine Familie. Wir haben das Recht zu tun und zu lassen, was wir wollen. Nein! Wir haben nichts gemeinsam! Du brennst Häuser nieder! Du tötest Unschuldige! Du bist wahnsinnig! Du Heuchler! Ah! Du könntest 100 Leichen vor mir aufstapeln. Es würde mich nicht ändern. Die Welt wird brennen! Der Orden kann sie nicht retten! Und du wirst mit ihr brennen. Mögest du eingehen in das Land der Duat! Er ist tot. Zahra wird froh sein. Der Sohn des Re ist tot. Es war verstörend. Sein Wahnsinn hat beinahe Sinn ergeben. Du findest in jedem Wahnsinn eine gewisse Logik, wenn du tief genug hineinschaust. Also was nun? Die Feuer sind aus, die Höfe sind sicher. Ich weiß nicht, aber ich habe Hunger. Kehren wir zu meinem Hof zurück, um den Frieden zu feiern. Ist das eine Einladung? Du bist der Magi. Du findest es schon heraus. Mein Tor steht dir offen und meine Früchte sind süß.